Freunde des modernen Lebens. Kameras passen normalerweise nicht so richtig in mein Kanalthema oder auch in meine Zielgruppe, weil ich dachte mir, dadurch, dass ich vor kurzem eine neue Kamera angeschafft habe und ganz ehrlich, keine Ahnung davon habe, dachte ich mir, mache ich mir diesen Fakt doch mal zunutze. Und ich dachte mir, auf dieser Welt kann ich ja mit dieser Einstellung nicht der Einzige sein, der zwar Interesse an Video und Kameras hat, aber keine Kenntnis oder zumindest gerade noch ziemlich am Anfang steht. Und deswegen dachte ich mir, mache ich kein standardmäßiges Review, sondern vielleicht eine Art und Weise, wie die Sony Alpha CV-E10 als Anfängerkamera auf euch wirken könnte. Los geht's! Eigentlich wollte ich hieraus ein standardmäßiges 2-Minuten-Faktenvideo machen und diese sind ja meistens so aufgebaut. Am Anfang 2 Minuten B-Roll-Material, Unboxing oder sonst noch was, wo ich dann im Off ein kleines bisschen was zu der Kamera und den technischen Spezifikationen erzähle und danach mein normales Review. Aber ich dachte mir, das bietet sich hier nicht wirklich an, denn von den ganzen Fakten und technischen Daten verstehe ich hier relativ wenig, dass ich nicht viel mehr machen könnte, als sie einfach nur runterzurattern, vorzulesen oder so. Und das ist nicht wirklich unterhaltsam oder informativ für euch. Ich denke, einige von euch wissen es zwar schon, aber nochmal als kleine Auffrischung, bis auf die letzten 2, 3, 4 Videos, welche eben mit der CV-E10 entstanden sind, habe ich bisher alles mit meinem iPhone gemacht. Und das hat auch recht gut funktioniert, denn, seien wir ehrlich, iPhone- oder Smartphone-Kameras im Generellen nehmen einem eine ganze Menge ab. Folglich wurde ich über die letzten Monate und fast schon Jahre so verwöhnt, dass ich von ISO-Werten, Weißabgleich oder nicht viel mehr als nur ein schemenhaftes Bild habe. Wo sind die glorreichen Zeiten hin, wo man wenigstens noch anhand der Megapixelanzahl einigermaßen abschätzen konnte, wie gut eine Kamera ist? Naja, eigentlich ist es doch wahrscheinlich ganz gut, dass es nicht immer alles nur noch heutzutage auf Zahlen ankommt. Also dachte ich mir, mache ich mir meine Unwissenheit einfach mal hier so ein kleines bisschen zum Vorteil, denn ich bin der Meinung, es gibt mit Sicherheit viele Leute, die langsam aber sicher den Sprung auf eine semi-professionelle Kamera machen möchten, bisher aber eher nur so Reviews von Leuten finden, die auch wissen, wie damit umzugehen ist. Und da dachte ich mir, die andere Perspektive wäre für den einen oder anderen interessant. In diesem Preis- und Leistungsbereich habe ich keinerlei Referenz. Bedeutet, um herauszufinden, ob die CV-E10 für euch die richtige Kamera ist, ist es vielleicht nicht das beste Video. Aber solltet ihr euch für diese Kamera entscheiden, wisst ihr jetzt, worauf ihr euch als Anfänger einlasst. Und hier möchte ich primär auf 4 wichtige Punkte eingehen. Wie nutze ich die Kamera? Wie nimmt sie euch an die Hand, falls ihr mal nicht sofort wisst, was zu tun ist? Auf was für Probleme bin ich gestoßen? Und welcher Punkt wird meiner Meinung nach zu Unrecht sehr oft kritisiert? Für all die Leute, die es eilig haben, unten gibt's Kapitelmarken. Punkt Nummer 1. Wie nutze ich die Kamera? Ich muss sagen, ich nutze die CV-E10 eigentlich zu 99% bis 100% für Videos. Denn gerade für Schnappschüsse zwischendurch, also fototechnisch, macht mein iPhone 12 Pro für mich identisch gute Aufnahmen. Sprich natürlich nicht für mich oder fürs iPhone. Aber ich denke, dass hier auch bei Sony die Videoproduktion im Vordergrund stand. Zumindest merkt man das, wenn man sich die Kamera ein bisschen näher anschaut. Beispielsweise hat die CV-E10 nicht mal einen Sucher. Bedeutet, alles wird über das interne Display geregelt. Zudem wurde ein ziemlich brauchbares internes Mikrofon verbaut, welches ich zwar selber nicht nutze, aber für den einen oder anderen wirklich interessant sein könnte. Denn Sony bewirbt die CV-E10 als die perfekte Vlogging-Kamera. Kamera. Für mich ist die CV-E10 also perfekt, sowohl für meine Personenaufnahmen als auch für meine Produktaufnahmen. Ich habe mich fürs günstigste Einsteigerpaket von der CV-E10 entschieden, bedeutet also mit dem mitgelieferten Kit, Lens, Objektiv, dessen Spezifikationen mir ungefähr so bewusst sind wie die Heisenbergsche Unschärferelation. Deswegen, falls ihr darüber mehr wissen wollt, solltet ihr irgendwo anders nachschauen. Da bin ich ganz ehrlich. Es ist halt dieses Starterpaket für 850 Euro. Ein weiterer Punkt, dass die Kamera wirklich außergewöhnlich gut für Videoaufnahmen geeignet sind, sind einfach die vielen kleinen Funktionen, welche teilweise mit nur einem einzigen Knopfdruck für euch erreichbar sind, wofür man früher eine Menge Einstellungsmöglichkeiten nutzen musste. Und das ist also die perfekte Überleitung zu Punkt 2, also wie euch die Kamera an die Hand nimmt. Wenn ich an perfekte Videoaufnahmen denke, kommen mir immer folgende Attribute in den Kopf. Der Mittelpunkt oder das Zentrum des Bildes ist immer einwandfrei zu erkennen, die Kamera weiß immer genau, was im Fokus zu stehen hat und alles drumherum, was zwar Beiwerk ist, aber trotzdem zur Szenerie beiträgt, ist in einem schönen, unscharfen Ton gehaucht, getaucht, wie auch immer, und man weiß ganz genau, wo hier der Fokus liegt. Und im besten Fall weiß auch die Kamera, was gerade relevant ist und was nicht.
Und all diese Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, zählen quasi zu den drei wichtigsten und einfachsten Funktionen der ZV-E10. Denn in der Kamera-Community spricht wirklich jeder gut über die Autofokus-Variante der Sony-Kameras. Und hier ist es nicht anders. Wahlweise werden Gesichter oder sogar nur Augen fokussiert und bis der mal wirklich überfordert ist, muss einiges passieren. Als weiteres kleines Gimmick ist es möglich, mit einem einzigen Knopfdruck die Blende oder was auch immer so einzustellen, dass euer Hintergrund noch stärker unscharf gemacht wird. Und das ist halt wirklich ein cooles Feature für Porträtaufnahmen. Natürlich kriegt man diesen Effekt auch mit Einstellen der Blende und so weiter in den Menüs hin. Aber ganz ehrlich, gerade wenn man Anfänger ist, dann ist es doch viel besser, wenn man einfach nur einen Knopf drücken muss. Und wirklich cooler weiterer Punkt, den man sonst so nicht bei der Konkurrenz findet, ist der sogenannte Produktpräsentationsmodus. Vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen, wenn irgendjemand irgendein Produkt vorstellen möchte, der gerade einfach aktiv in die Kamera spricht und das Produkt selber in der Hand hat. In dem Moment, wo er es dann etwas näher in die Kamera halten möchte, sieht man dann häufig, dass die Kameras anderer Hersteller Schwierigkeiten haben, das Produkt zu fokussieren, solange noch das Gesicht des Vorsprechenden sichtbar ist. Meistens funktioniert es dann wirklich erst, wenn das Gesicht überdeckt wird und dann wird irgendwann das Produkt selber fokussiert. Hierfür gibt es auch wieder mit einem Knopfdruck den sogenannten Produktpräsentationsmodus bei der ZV-E10. Denn ab dann wird der Fokus etwas anders priorisiert, nämlich nicht zwangsläufig auf die Geometrie eines Gesichtes, sondern auf den Abstand zur Kamera. Bedeutet, es wird immer das intelligent in den Fokus gesetzt, was am nächsten zur Kamera ist. Also perfekt für Produktpräsentationen, wo auch Gesichter irgendwo stattfinden könnten, vorkommen könnten. Und darüber hinaus hat die Kamera wirklich eine Menge Einstellmöglichkeiten für jedes Level an Professionalität. Bedeutet, habt ihr keine Ahnung, was ihr tut, dann geht einfach in den automatischen Modus und wisst ihr genau, was ihr wann, wo, wie anpassen müsst, dann gibt es natürlich auch einen voll manuellen Modus. Und dazwischen gibt es diverse kleine Zwischenschritte, die euch genau da in die Hand nehmen, wo ihr auch gerade bildungstechnisch hängen geblieben seid. Und ich bin ehrlich, gerade aus diesem Grund liebe ich diese Kamera. Am Anfang habe ich alles mit dem intelligenten Automatikmodus gemacht, nach und nach habe ich aber so langsam ein Verständnis dafür, was für Einstellungen, was für einen Einfluss auf meine Bilder haben. Kommen wir nun zu Punkt 3, also mein Problem, auf die ich während der Nutzung mit der ZV-E10 gestoßen bin. Und ich bin ganz ehrlich, meine Kritik hält sich hier absolut in Grenzen und größtenteils schließe ich mich hier dem an, was auch viele andere Nutzer der ZV-E10 selber schon sagen. Zum Beispiel, dass der verbaute Screen zwar definitiv nützlich ist und auch abklappbar und so weiter, aber die Auflösung des Screens ist ein bisschen dürftig. Das bedeutet, auf dem Screen sieht es manchmal so aus, als wenn eure Bilder nicht so gut sind, wie sie am Ende rauskommen. Das macht es manchmal ein bisschen schwer einzuschätzen, was man gerade wirklich vor der Linse hat. Zudem finde ich es ziemlich schade, dass die Touch-Funktion des Bildschirms hier nur für den Fokus genutzt werden kann. Wenn der Screen doch schon Touch unterstützt, dann hätte man da auch die Menüführung drüber machen können. Was mich zum nächsten Punkt bringt, die Menüführung. Ich bin ehrlich, ich kann da jetzt fachlich nicht so viel drüber erzählen, aber viele Leute, die sich ein bisschen besser auskennen, sagen, dass die Sony-Menüs so kompliziert aufgebaut sind, wie bei fast keinem anderen Kamerahersteller. Das Ganze gepaart mit meiner Unwissenheit ist dann manchmal ziemlich langwierig, um das zu finden, was ich wirklich einstellen möchte. Intuitiv irgendwelche Optionen zu suchen, macht für mich hier fast keinen Sinn. Bedeutet, ich klicke mich in der Regel nicht selten durch alle Menüs durch, um dann irgendwann den Punkt zu finden, den ich gerade suche. Das Einzige, was mir so wirklich manuell aufgefallen ist, ist, dass dieses Kit-Lens-Objektiv, was quasi in meinem Paket mit dabei war, scheinbar nicht so anwendbar für Makroaufnahmen, also extreme Nahaufnahmen ist. Aber ganz ehrlich, ich denke, das kann man mit einer anderen Linse oder möglicherweise sogar mit anderen Einstellungen, die mir nicht bekannt sind, etwas besser in den Griff bekommen. Also hier ist auch noch Lernpotenzial auf meiner Seite, als wenn es irgendwo kein Lernpotenzial gäbe. Mein letzter Kritikpunkt ist der, der wirklich von nahezu allen Testern irgendwie in irgendeiner Art und Weise negativ angesprochen wurde, eben halt weil Sony diese Kamera so exzessiv als Vlogging-Kamera bewirbt. Und das ist die interne Bildstabilisierung. Und diese ist eher so dürftig, denn es gibt zwei verschiedene Arten der Stabilisierung. Entweder optisch in der Linse selber oder dann halt auch noch digital angepasst, welches, naja, aktiv geregelt wird. Beides ist verhältnismäßig anwendbar, wenn man jetzt nicht gerade zu krasse Sachen damit macht, aber trotzdem ist es halt ein kleines bisschen schade, dass gerade bei irgendwelchen kreisenden Bewegungen oder so der sogenannte Rolling Shutter einsetzt. Aber da ich heute der König der Überleitung bin, ist das auch schon mein Punkt 4 auf der Liste. Ungerechtfertigte Kritik. Denn natürlich ist es richtig, dass die Funktion der Stabilisierung von der ZV-E10 nicht außergewöhnlich geil sind. Aber man muss auch dazu sagen, dass mit jedem Kauf einer ZV-E10 oder auch von anderen Sony-Kameras kriegt man eine kostenlose Lizenz zur Nutzung von Catalyst Browse. Dieses ist nämlich eine Software, womit man das Footage, was man selber mit der Kamera aufgenommen hat, nochmal nachstabilisieren kann. Und das besonders coole ist, dass es hier nicht digital passiert wie in manch anderen Softwares, sondern in der Kamera ist ein Gyroskop verbaut und auf diese Daten kann Catalyst Browse zugreifen.
Das bedeutet also, dass hier die Stabilisierungsergebnisse viel besser sind als all das, was man intern in den Kameras meistens so umsetzen kann. Und gerade dieser Punkt wird selten angesprochen von eben diesen Leuten, die die CIVI i10 und deren Stabilisierungsmöglichkeiten kritisiert haben. Natürlich ist es auch nicht immer cool, wenn man irgendwelche nachträglichen Schritte an sein Footage anlegen muss, nur damit es dann hinterher irgendwie stabilisiert ist oder so. Aber seien wir ehrlich, die meisten Leute, die Videos mit der CIVI i10 aufnehmen, bearbeiten die sowieso in irgendeiner Art und Weise weiter. Also ein weiterer Schritt, eben halt Catalyst Browse dazwischen zu setzen, ist meines Erachtens nach kein Aufwand. Ein wichtiger Punkt ist aber, solltet ihr Catalyst Browse nutzen wollen, solltet ihr die interne Stabilisierung der CIVI i10 komplett ausschalten. Das sieht dann zwar am Anfang nochmal katastrophaler aus, als es eigentlich sein müsste, aber es ist halt so, dass die beiden Systeme nicht so richtig Hand in Hand miteinander laufen wollen. Ich denke aber, dieses Video wird mittlerweile schon ziemlich lang und deswegen ist es jetzt Zeit für mein Fazit. Die Sony Alpha CIVI i10 ist möglicherweise nicht die beste Einstiegskamera, aber ich muss sagen, für das, was sie ist, hat sie mich am Anfang sehr gut an die Hand genommen und ich glaube, ich bin noch lange nicht am Ende angekommen, aber ich fühle mich ziemlich wohl, eben diese zu nutzen und mit jedem neuen Video ein kleines bisschen mehr dazu zu lernen. Schon ihr direkter Vorgänger, die CIVI One, war ziemlich beliebt bei Content Creator für Vlogging oder irgendwelche B-Roll-Aufnahmen. Denn diese hatte softwareseitig die gleichen Features wie die CIVI i10, den Hintergrundunschärfe-Modus, Produktpräsentationen und so weiter und so weiter. Der Vorteil der CIVI i10 ist hier definitiv A, sie überhitzt nicht und B, man hat hier die Möglichkeit, Objektive auszutauschen. Und was ich halt ganz besonders cool finde, selbst wenn man noch so gar keine Ahnung von Color Grading oder sonst noch was hat, hat die CIVI i10 immer irgendeine Hilfe für euch an der Hand. Das heißt, ihr müsst nicht zwangsläufig irgendwie auf S-Log oder HLG-Footage oder sonst noch was umstellen, sondern es gibt immer irgendwelche Zwischengrenzen, die schon mal irgendwelche Voreinstellungen für euch bereithalten, dass es wirklich anwendbar aussieht. Wie schon zu Anfang gesagt, ich habe ehrlich gesagt keinerlei Ahnung, ob es in demselben Preissegment noch irgendwelche besseren Alternativen gibt. Ich muss aber sagen, wenn ihr euch für die CIVI i10 entscheiden solltet, sehe ich keinen Grund, warum ihr es bereuen würdet, denn ich tue es definitiv nicht. Wenn ich euch nun also mit meinem Video und meiner Anfängermeinung ein kleines bisschen helfen konnte, wäre es mir eine Riesenhilfe, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geben würdet und eventuell später nochmal irgendwann bei mir vorbeischaut. Bevor es noch länger wird, soll es das von mir gewesen sein. Ich wünsche euch beste Grüße von der Grünwiese und danke, dass ihr da wart. Euer Manoah.